Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und in diesem Video zeige ich euch 12 nützliche Tastaturbefehle in Windows 10, die ihr kennen müsst. In diesem Video haben wir uns echt darum bemüht, einige Tastaturbefehle für euch zu finden, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Dass man mit STRG C kopieren und mit STRG V einfügen kann, werden wir in diesem Video nicht behandeln. Hier soll es eher um die unbekannteren, aber trotzdem super praktischen Tastaturbefehle gehen in Windows 10. Sagt uns daher in den Kommentaren gerne, ob ihr all diese Tastenkombinationen auch wirklich gekannt habt. Wir haben euch in unserem Video mit den 11 unbekannten Tricks in Windows 10 einige weitere praktische Tastaturbefehle gezeigt, die wir hier nicht wiederholt haben. Also schaut auch dort gerne vorbei. Dann fangen wir mal an. Noch ziemlich unbekannt ist das Emoji-Panel in Windows 10, aber es ist jetzt schon eine meiner Lieblingsfunktionen. Nicht nur wegen der Emoji übrigens. Wenn ihr die Tasten Windows und Punkt gemeinsam gedrückt haltet, öffnet sich das Emoji-Panel. Dort habt ihr dann, wie der Name es verrät, alle in Windows 10 enthaltenen Emoji aufgelistet. Wenn ihr also irgendwo am Chatten seid oder eine E-Mail ein bisschen auflockern möchtet, könnt ihr damit Emoji einfügen. Wenn ihr nicht lange suchen wollt, gebt ihr nach dem Drücken der Tastenkombination Windows und Punkt einfach ein, wonach ihr sucht, zum Beispiel Herz, und er zeigt euch alle verfügbaren Emoji mit einem Herzen. Aber das Emoji-Panel kann noch mehr. So gibt es die sogenannten Kaumoji, sprich zeichenbasierte Emoji, die man noch ganz früher so verwendet hat. Und dann ganz rechts einen Reiter für Symbole. Wenn ihr ein Copyright, Registered Trademark, Trademark, Grad Celsius oder Promille-Symbol sucht, Währungszeichen in euren Text einfügen wollt oder Sonderzeichen einer Fremdsprache braucht, dann ist auf das Emoji-Panel in Windows 10 Verlass. Meiner Meinung nach ist es eine wirklich coole und praktische Funktion. Eine Tastenkombination von Windows kennt ihr wahrscheinlich alle, STRG, ALT und Entfernen. STRG, ALT und Entfernen ist die Lösung für fast jedes Problem. So wurde mir das zumindest eingetrichtert und das ist auch geblieben. Heute benutze ich die Tastenkombination aber nicht. Warum? Das wisst ihr wahrscheinlich selber auch. Erstmal kommt ihr auf diesen Bildschirm und erst hier könnt ihr den Taskmanager öffnen. Das macht in der Praxis keiner. Rechtsklick auf die Taskleiste und hier ist auch schon der Taskmanager. Microsoft hat das Tastaturkürzel für den Taskmanager seit Windows XP geändert und das ist jetzt nämlich STRG, SHIFT und ESCAPE. Ich habe das sicher irgendwann mal gehört. Aber ich habe es mittlerweile auch einfach vergessen. STRG, SHIFT und ESCAPE ist übrigens auch ganz ähnlich wie die Tastenkombination für den Taskmanager von macOS. Also vermute ich mal, dass diese Änderung mit Windows Vista kam. Bin mal gespannt, wie viele von euch das wussten und tatsächlich verwenden. Schreibt es gerne in die Kommentare. Die Pfeiltasten sind unter Windows 10 ebenfalls praktisch für Tastenkombinationen. Und die sind sogar einigermaßen unbekannt. Hier mal ein paar, die dank Microsofts aggressiven Windows 7 Marketing unter Umständen sogar bekannt sein könnten. Habt ihr ein Fenster fokussiert, dann könnt ihr es mit der Tastenkombination Windows und Pfeiltaste links oder rechts genau in der Hälfte am Bildschirmrand anheften. Das geht zwar auch mit der Maus, indem ihr das Fenster einfach zum Rand zieht, aber wenn ihr mal nicht von der Tastatur weggreifen wollt, benutzt ihr einfach Windows und die Pfeiltasten links und rechts. Ähnliches geht auch mit Windows und den Pfeiltasten oben und unten. Drückt ihr die Pfeiltaste nach oben zusammen mit der Windows-Taste, dann wird das ausgewählte Fenster maximiert. Drückt ihr die Pfeiltaste nach unten, wird es wieder auf die normale Größe zurückgesetzt und drückt ihr erneut nach unten, dann wird das Fenster minimiert. Kann man zwar auch mit der Maus machen, aber Fenster wechseln kann man schließlich mit Alt-Tab ziemlich schnell, somit braucht man häufig nicht mehr zur Maus greifen und dafür sind Tastenkürzel ja da. Noch deutlich unbekannter ist die Tatsache, dass die Tastatur auch die Navigation zurück und besonders vorwärts in verschiedenen Windows-Programmen erlaubt. Ob nun im Browser, im Explorer oder in den Einstellungen, mit Alt und dem Pfeiltasten rechts und links könnt ihr jeweils zurück und vorwärts navigieren. Möchtet ihr im Browser also eine Seite zurückkehren, klickt ihr einfach auf Alt und Pfeiltaste links. Möchtet ihr wieder vorwärts, klickt ihr Alt und rechts. Besonders unbekannt ist aber, dass es auch im Windows Explorer funktioniert. Da sind ja die Navigationstasten recht klein und mit der Maus will man die gar nicht unbedingt klicken. Wenn ihr Dateien zwischen verschiedenen Ordnern verschiebt, könnt ihr mit Alt und dem Pfeiltasten links und rechts nun herum navigieren. Dass ihr mit der Drucktaste den Inhalt eurer Bildschirme in die Zwischenablage kopiert, das dürfte ja bereits bekannt sein. Es gibt allerdings unter Windows 10 eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man einen Screenshot aufnehmen kann. Die erste wichtige Tastenkombination ist in diesem Zusammenhang einmal Windows und Druck, womit ein Screenshot direkt als PNG im Bilderordner gespeichert wird. Auf diese Weise könnt ihr zum Beispiel in einem YouTube-Video oder Livestream mehrere Screenshots aufnehmen und das beste Bild später dann auswählen. Ganz praktisch ist dabei auch die Tastenkombination Alt und Druck, wobei nur das aktuelle Fenster als Bild in die Zwischenablage kopiert wird. Den Inhalt könnt ihr dann in Paint zum Beispiel einfügen und als Bild speichern. Außerdem noch ganz nützlich ist die Tastenkombination Windows Shift und S, wobei Windows 10 das neue Snipping Tool gestartet wird. Hier habt ihr dann eine Reihe von Screenshot-Optionen,
in einem einfachen und sehr übersichtlichen Interface. Ihr könnt einen beliebigen Ausschnitt festlegen und sogar eine freie Auswahl verwenden. Viele von euch dürften ja bereits wissen, dass man mit der Tab-Taste zu verschiedenen Elementen des Systems oder einer App wechseln kann, ohne dabei die Maus zu bedienen. Mit der Tab-Taste wechselt ihr dann immer zum nächsten Eintrag weiter. Was interessanterweise aber viele nicht wissen, ist, dass ihr mit Shift und Tab zum vorherigen Eintrag wechseln könnt. Also, wenn ihr dann mal zu weit navigiert seid, benutzt ihr Shift und Tab, um zurückzukehren. Das funktioniert übrigens auch bei der nächsten Tastenkombination. Da ihr mittels Alt und Tab in Windows 10 zwischen Programmen herumspringen könnt, dürfte ja den meisten etwas erfahrenen Nutzern bekannt sein. Dabei drückt ihr die Tab-Taste so oft, bis ihr bei dem gewünschten Fenster angelangt seid. Wenn ihr aber ganz viele Fenster offen habt und ihr die Alt-Taste nicht halten wollt, könnt ihr stattdessen einfach STRG, Alt und Tab gleichzeitig drücken. Dann bleibt nämlich dieses Multitasking-Menü offen, auch wenn ihr keine Taste mehr drückt. Nicht nur die Alt-Taste ist unter Windows 10 wirklich praktisch, sondern auch Shift beherbergt viele, möglicherweise unbekannte Funktionen. Es sollte bereits bekannt sein, dass ihr beim Gedrückthalten der Shift-Taste im Explorer sowie in anderen Programmen eine Mehrfachauswahl vornehmen könnt. Und auch, dass ihr den erweiterten Neustart von Windows 10 aufrufen könnt, wenn ihr beim Neustarten über das Startmenü die Shift-Taste gedrückt haltet. Das sei jetzt nur mal am Rande erwähnt. Mit Shift geht aber noch eine Menge mehr. Drückt ihr mit Shift zum Beispiel auf ein Programm in der Taskleiste, öffnet sich davon eine neue Instanz. Das heißt, im Microsoft Word wird direkt ein neues, leeres Dokument geöffnet. Drückt ihr STRG-Shift und klickt auf ein Programm in der Taskleiste, wird dieses in einer neuen Instanz geöffnet und zwar mit Administratorrechten. Braucht ihr also noch ein weiteres Kommandozeilenfenster als Admin, drückt ihr mit STRG-Shift auf das Icon in der Taskleiste. So, das war's dann auch schon für heute. Habt ihr alle Befehle gekannt? Was war denn neu für euch? Ich freue mich jedenfalls, dass ihr zugeschaut habt und natürlich auf eure Kommentare. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt zu Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.